Na? Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Harte Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe, ihr auch. Hi! In dieser Woche dreht sich alles um Niki und ihr neues Spiel Kritzelpost. Oh ja. Kritzelpost sagt dir nichts, du kannst es kostenlos herunterladen. Ich werde dafür darüber informiert, ob was kostenlos runterzuladen ist, Bobby. Dann kannst du mit Nikis Hilfe Briefe an deine Freunde schicken. Hier ist Niki, wie geht's? Muss ich noch mehr vorlesen als vorher schon? Schon während du noch lernst, könnt ihr Zeichnungen austauschen. Ja. B berühren macht einen Strich rückgängig, okay. Huch. Ach ja. Du glaubst, du kannst nicht zeichnen? Keine Angst. In der App kannst du Lektionen kaufen in deinen... Um deine Fähigkeit auszubauen. Ja, und das ist genau der Grund, warum ich eigentlich die Kritzelpost nicht unbedingt benutze. Weil die meisten Farben und Co., die muss man sich kaufen. Steht auch extra hier der Preis drunter hier. Ja. Mario, Animal Crossing, Zelda, für sie alle gibt es Lektionen. Ich werde auch etwas üben. Das hier ist das Inkling-Mädchen im Profil. Oben ist die Vorgabe und unten mein Versuch. Einfach... Immer den Linien nach so rum. Ja, ich muss hier kurz nach unten, damit man das sieht hier. spiel ich gerade Kritzelpost? Ich weiß es nicht. Ach, Mann, ey. So, Bobby, weiter geht's. Das ging ganz schnell. Im Beispiel kann man sogar jeden Strich sehen. Ja. Und unten sieht das immer noch schlechter aus als oben. Nächster Versuch, Yoshi. Aber diesmal gibt es keine Linien zum Nachzeichnen. Was steht denn da unten? Achso. Und dann die Augenlider und das Maul. Und auch Häkel-Yoshi sind richtige Wonnenproppen, oder? Ja. Ich glaube, ich bleib einfach mal oben, weil sonst dauert es hier zu lange. Und fertig. Ups, falsche Farbe. Nächstes Mal achte ich drauf. Muss ich doch wieder hoch, runter. Achso, dass er schwarz genommen hat anstatt grün. Ja, aber dieses Grün hier, das hat man nicht. Auch das Gelb hat man nicht am Anfang. Man kriegt Rot geschenkt, aber danach war es auch schon wieder. So. Ach ja, für jede Lektion gibt es außerdem neue Stifte und neues Papier. Und ein neues... was? Und eines hätte ich fast vergessen. Diese App hat eine tolle Funktion. Bilderverniedlichung. Ich nehme bewusst immer das Falsche, ihr wisst es ja. Bilderverniedlichung. Genau, vielleicht werde ich ja fast genauso niedlich wie... Werden sie ja fast genauso niedlich wie ich. Du findest mich doch niedlich, oder? Ach Mann, ey. Aha, das war nur Spaß. Mit der App kannst du Marken als Aufkleber verwenden. Du kannst deine Bilder mit ihnen verschönern. Viel Spaß dabei. Deine Freunde können dann sehen, welche Marken du ergattert hast. Und sorry, wenn man draußen irgendwie gerade irgendwas Kettensägenmäßiges hört. Ich weiß auch nicht, was das gerade ist. Aber ich glaube, die arbeiten wieder an einer Baustelle. Ach ja. Die Marken sind ab deiner neunten... Sind auf deiner neunten Zeichnung verfügbar. Ja, hatte ich ja vorher schon. Und keine Sorge, neue Marken werden der App rechtzeitig hinzugefügt. Na, jedenfalls dreht sich diese Woche alles um Niki und ihre Freunde. Die Marken mit Text sind neu. Ich bin gespannt, wie du sie einsetzt. Erstmal müssen wir sie gewinnen, muss man dazu sagen. Die Marken würden sich doch auch... Was? Achso. Die Marken würden sich doch auf Weihnachtsmarken gut machen, oder? Weihnachtskarten, ja. Wir haben... Neue Marken. Dankesmarken. Ja, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt wegen dem Sound draußen. Wir haben neue Dankesmarken. Set 12 ist da. Eine Marke ist, wenn du 1 Euro ausgegeben hast. Sie sind bis zum 30.12. um 3 Uhr erhältlich. Also sogar bis nach Weihnachten. Und hier gibt es erstmal ein Schmankerl zum Loslegen. Und nach der Woche gibt es sogar noch mehr, falls Bedarf besteht. Eine Zeichnung an mich adressiert. Ich sollte mir Kritzelpost herunterladen. Hast du das nicht schon? Du hast eben noch gemeint, du hast schon ja, Yoshi gezeichnet und Co. Oh Mann, ey. Ach, Bobby. Bin schon wieder mal gespannt, was es hier dann gibt. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir hier von rechts nach links arbeiten müssen. Leute, ich mach mal ganz kurz Stopp, das nervt mich gerade da draußen. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, im Endeffekt war das eigentlich eher jemand, der die Bäume bei uns draußen ein bisschen schnutzt. Und ja, er soll sich nicht weiter stören, der ist jetzt weitergezogen. Soll jetzt ein bisschen nicht mehr ganz so laut sein. So, jetzt sind wir hier bei den Niki-Marken, oder eher gesagt die Kritzelpost-Niki-Marken.
Und hier gehe ich davon aus, dass wir hier von rechts nach links arbeiten müssen. Wir kennen das ja, dass wenn wir hier runter drücken zum Beispiel, dass man dann hier eher hängen bleibt wegen dem Haken. Heißt, wir brauchen hier 4 Runden, also werden wir das erstmal überspringen. Ja, okay. Hier sieht man ja auch die Problematik. Ach man, also diese Art von Kran mag ich natürlich wieder nicht, weil man natürlich immer so ein bisschen auf den, ja, auf die Bombe angewiesen ist, weil, ja, je nachdem wie die Marken hier oben fallen, muss er erstmal alle lockern, die sind garantiert alle fest. Heißt, man braucht mindestens eine Runde, um erstmal alles zu lockern und dann muss man gucken, wie sie nach der nächsten Explosion dann fallen. Die äußeren, klar, natürlich kein Problem, aber ab der Mitte wird es dann schwierig. Ui, okay. Auch interessant, weil, ja, man hat gesehen, die beiden sind ja durch locker und die hier ist noch fest, dass man vielleicht hingehen könnte, hier so reingreifen, dass dann vielleicht dann, also dass dann hier die, ja, die Briefe runterfallen, dass man dann hier diesen Stift da greift und dann könnte man mit links und rechts Bewegung vielleicht so langsam aber sicher alles nach rechts bewegen, auch wenn es garantiert wieder ewig dauern wird hier. Wir haben es ja gestern am Modul gesehen. Eieiei. Aber gut, kann man sich schon mal vormerken, weil wir können ja auch beim Training heute vielleicht eine Runde bekommen. Wenn ich mich recht entsinne, waren wir bei 6 Trainingsmarken, heißt 4 Stück. Und wir gehen mal davon aus, dass wenn wir dann beim Training sind, dass wir dann das hier haben. Oh, das willst du mich doch verarschen, ey. Eben hat es noch angehört, als wäre er ja weiter weg und jetzt hockt er wieder hier in der Nähe. Ach, Mann, Leute. Ja, bis gleich. Meine Güte. So, ein zweites Mal bin ich wieder hier. Ja, sorry Leute, also normalerweise bin ich ja eher, ja, eigentlich doch eher ein fröhlicher Mensch, würde ich mal behaupten, aber wenn mich irgendwas stört, dann, ja, dann ist es halt einfach so. Aber lassen wir uns mal nicht hier weiter stören und zwar gucken wir, wie die weiteren Kräne aussehen. Hier sind wir ja jetzt auch wieder bei Eis und hier sieht man unten, sieht man glaube ich auch besser, wenn ich es so mache hier, dass halt hier solche Lücken sind und ich denke mal, dass jetzt, wenn man jetzt hier reingreifen würde und dann, ja, die quasi die ganzen Marken lockert, dass dann halt, ja, entweder hier dann der hier an der Lücke hängen bleibt, der Kuchen bleibt hier in der Mitte liegen und Niki würde vermutlich auch nicht weiter rutschen, also ist auch nicht ganz so leicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von den Niki-Marken ist bis jetzt hier das realistischste, was ich jetzt noch spielen könnte. Ansonsten werden hier alte, neue Sachen wiederholt, ja, wie man sieht. Habe ich vorher auch nie gespielt, weil man so ein bisschen mit der Wippe spielen muss. Oder auch das hier, da habe ich mit links und rechts Bewegung den mal runtergeworfen. Also generell alles, was Niki ist, wird jetzt hier gerade wiederholt. Auch hier die Splatoon-Niki-Marken, die kennen wir ja alle schon. Das könnte man auch spielen, je nachdem. Müssen wir mal aber gucken, dass man irgendwie die, wo man anfängt. Weil gerade diese Stufe hier ist ein bisschen ärgerlich. Oder das hier, je nachdem. Muss man dann gucken, dass man an die Marken dran kommt. Ich weiß nicht, ob der Panda hier zwischendurch runterfallen kann. Sieht zumindest so aus. Aber dann müsste man halt gucken, dass man dann halt an Ashley und Niki drankommt. Niki wird vermutlich schwieriger sein, weil sie an der Ecke steht. Es sei denn, sie fällt halt irgendwie um, wenn hier der Panda weg ist. Oder den hier, der ist auch relativ einfach. Ja, würde ich schon fast sagen. Also sie haben auf jeden Fall sehr viel Auswahl. Also es sind wirklich alle Niki-Kräne, wenn ich mir das mal so angucke gerade. Oh ja. Das sind alles alte Kräne, muss man dazu sagen. Ewig nicht mehr gesehen. Aber natürlich dann doppelt interessant. Eigentlich auch das hier interessant, weil man muss dazu sagen, wenn man jetzt hier alles lockert, dann könnte man mit links und rechts Bewegung alles schaffen. Es kann natürlich aber auch sein, dass Niki hier im Schmetterlingskostüm hier unten hängen bleibt. Man muss halt nur gucken, dass man halt hier irgendwie was lockert. Wobei es ja eigentlich möglich wäre. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, ich meine, den hier, den kann man ja sein lassen, wenn man hier den hier anschaut. Dass wenn man halt hier reingreift, dass dann durch das nach links schieben hier vielleicht alles gelockert wird und dann könnte man mit links und rechts Bewegungen arbeiten. Ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Aber gucken wir nochmal ganz kurz weiter. Okay, und das hier ist der einzige, den wir komplett haben. Woran liegt das wohl? An der Schräge mit links und rechts Bewegungen. Eieiei. Viel zu viel Niki. Aber auf jeden Fall viele Kräne, bei denen man sagen kann, da könnte man vielleicht sogar mit einer Runde arbeiten. Je nachdem, ob man hier Niki drüber heben kann. Man kennt es ja von anderen Marken, wie bei Animal Crossing, dass man dann gerne an der anderen Marke hängen bleibt. Oder das hier, das bewegt sich sogar schon die ganze Zeit. Man sieht zumindest mal, dass die Marken hier locker sind, dass man dann hier erstmal nach unten schieben muss. Aber die Art von Kräne kennt man ja auch, dass man halt Stück für Stück sich die Marken holt. Und der Kran hier, der lässt sich auch gut spielen. Und zwar, wenn man mit Links- und Rechtsbewegungen hier arbeitet, dann fällt zu 100% das hier runter und vielleicht auch noch das hier mit.
Ich glaube sogar, bei mir hat es so weit geklappt, dass sogar der Panda mit runtergerutscht ist, ganz knapp. Und dann hatte ich nur noch das Bild, was ich greifen musste. Also der Kran ist auch relativ einfach. Ein bisschen Geduld haben bei dem Links-Rechts-Bewegung hier, aber das geht auf jeden Fall drüber, weil alles locker ist. Und den hatten wir auch mal gespielt, ja, wie man hier sieht. Da sind auf jeden Fall sehr viele Kräne dabei, bei denen man sagen kann, gut, man kann, man kann auf jeden Fall Sets komplettieren. So, gehen wir noch sonst noch weiter. Gab es noch so irgendwelche Wiederholungen? Die kennen wir ja alle noch hier. Ah, okay, hier. Nicht ganz so leicht, muss man dazu sagen, hier. Aber hier könnte man vielleicht auch mit Dings- und Rechtsbewegungen arbeiten, wenn man denn Geduld hat. Dass wenn man alles locker hat, dass die halt dann auch rübergeworfen werden. Das haben wir komplett. Einfacher Tipp. Hier reingreifen, dieses Modul greifen, dann wird hier alles nach rechts geschoben. Und dann bleiben noch die zwei übrig. Zumindest bei mir war das der Fall. Und dann kann man halt entweder, ja, sich das zuerst oder das hier zuerst greifen, je nachdem. Oder man spielt hier ein bisschen Zelda. Aber ich denke mal, dass ich eins von den Niki-Kränen spielen werde. Und zwar, dass ich einfach mal gucke, dass ich hier reingreife. Und gucke mal, wie weit ich mit Links- und Rechtsbewegungen komme. Sofern es halt hier klappt mit dem Eingriff hier. Probieren wir es einfach mal aus. So. Na, komm, greift ihr das Ding? Na, ja gut, wer es fällt, lässt wir das trotzdem runterwerfen. Alles klar. Sehr schön. Und dann gucke ich mal, wie weit ich komme mit den Restbewegungen. Also, bis gleich. Ach ja, Leute, also das wird hier jetzt leider nichts mehr. Also nach 45 Minuten sah das Ganze hier so aus. Man sieht auch, die Katze ist weiter nach rechts gerutscht und die bleiben hier komplett stehen. Das Dumme ist jetzt nur, ich habe es hier nochmal, also innerhalb von den 45 Minuten, nochmal 10 Minuten extra halt gemacht und die bewegt sich hier nicht mehr. Als ob dann hier irgendwie so eine kleine unsichtbare Lücke wäre, die halt die Marke blockiert, also dass sie nämlich weiter nach rechts rutschen kann. Und ich möchte jetzt gerne mal versuchen, dass ich mir vielleicht hier zwischendrin den Panda greife, dass ich dann vielleicht damit die Katze rüberschiebe und vielleicht sogar die Kugel in Bewegung setzt. Das wäre so die beste Lösung. Im schlimmsten Fall kommt der Kran hier gar nicht rein. Dann, ja, dann habe ich natürlich hier wieder den typischen Fehler gemacht, dass ich diesen Kran hier angefangen habe. Aber wir haben noch das Training vor uns. Ich hoffe halt, dass es hier klappt, dass wir zumindest halt die Katze oder den Panda runterwerfen. Würde mich auch nicht stören, wenn nur die Katze runterfällt. Aber ist natürlich die Sache. Dann hoffen wir einfach mal, dass es klappt, weil ich denke mal, dass der schon hier so reinpassen könnte. Aber werden wir jetzt gleich sehen. Na? Na komm, schieb mal ein bisschen. Ui, okay, gut, der hat auf jeden Fall mit Kraftart gearbeitet. Okay, alles klar. Na komm, wirf die Kugel um. Okay, okay, gut. Dann bin ich ja trotzdem froh, dass die dass die Katze mit runtergefallen ist. Aber man hat auch, muss dazu sagen, das war definitiv Glück, weil normalerweise ist der Kran nicht so extrem, dass er so lange nach unten drückt. Manchmal bleibt er vorher stehen. Das weiß man nie vorher genau. Hey, du hast eine Marke aus diesem Kranspielerkatze. Gut gemacht. Deine Sammlung ist gewachsen. Sieh sie dir später einmal an. Und das Schöne ist, wir haben jetzt einen Kran komplettiert. Und wir haben noch das Training vor uns. Heißt, vielleicht können wir noch was spielen heute. Aber das werden wir dann sehen. Ich bin zumindest jetzt schon zufrieden, dass wir beim Training dann nicht nochmal einen Bonus oder sowas bekommen. Na Bobby, gib mir mal die Marken hier. So, alles klar. Also ich muss dazu sagen, das war der zweite Griff war definitiv Glück. Natürlich auch gleichzeitig als kleine Belohnung zu sehen, dass ich hier jetzt so lange Links-Rechts-Bewegung gemacht habe. So, dann gehen wir jetzt mal schnell zu unserem Training hier. Damit die Folge auch irgendwann mal weitergeht hier. Man sieht auch hier wieder, fällt alles runter und die wird angestupst. Okay, alles klar. Und selbst wenn hier der Stift ganz rechts gelockert werden würde, dann müsste man ja auch noch vorher die, ja, die Briefe lockern. Und deswegen wäre es, glaube ich, eher dann sinnvoll, dass man, wenn man den ersten Griff natürlich so macht wie ich, dass man dann zumindest alles gelockert hat und wenn man halt Zeit hat, ja, wie ich ja dir gesagt habe, das ist genau der Kran, also wenn man dann Zeit hat, dass man dann halt die anderen Marken so weit nach rechts bewegt, dass zumindest der Kran, ja, freie Bahn hat oder fast freie Bahn. Das war auf jeden Fall, wie gesagt, Glück. So, hier ist heute Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, wie man hier sieht, ist genau der Kran, den ich meinte. Und es müsste doch eigentlich machbar sein, dass ich hier zumindest ja, die Mark so kriege, wie ich sie kriegen sollte. Also man relativ offensichtlich. Dumm ist halt nur, wir können uns nicht aussuchen, was wir machen. Deswegen müssen wir halt immer von links und rechts anfangen. Na, ich hoffe, das war richtig. Verdammt. Ja, toll. Schon verschenkt. Dann, ja gut, wir haben ja eh, wir können ja resetten. Deswegen werde ich einfach mal die anderen Teile ausprobieren, ob das funktioniert. Ne, also das funktioniert auch nicht. Das Dumme ist halt wirklich, dass hier halt noch eine Wand ist.
und halt das hier dann blockiert wird. Und ja, also wie gesagt, ich tue halt jetzt hier bewusst meine Versuche verbrauchen, nur um zu gucken, wie das funktioniert. Man sieht halt hier, man muss halt wirklich von ganz rechts nach ganz links arbeiten. Ich gehe nochmal zum ganz linken, da können wir auch so ein bisschen üben, ob wir hier reingreifen können, sage ich mal. So, ja, also man sieht hier, keine Chance. Man muss halt wirklich gucken, dass man die Stück für Stück runter bekommt. So, und den restlichen tun wir dann auch noch hier reinpacken. Und zack, das war jetzt Absicht. So, einfach nur mal kurz resetten und dann hoffe ich, dass es diesmal klappt hier mit dem einen hier am Anfang. Muss halt ein bisschen weiter rechts sein, damit man nicht ganz so links ranhängt. Und fertig. Ja, müssen wir nochmal anfangen. So, gerne doch. So, ich hoffe nur, dass es dadurch, dass die hier jetzt hier noch ein bisschen rumwackeln, dass es mir nicht zum Verhängnis wird. Na, machen wir es am besten so. So, alles klar. Also muss man wirklich schon ganz knapp rangehen. Alles klar. Könnte natürlich jetzt sein, dass man dadurch, wenn man jetzt den hier weg hat, hier irgendwas machen kann. Aber ich möchte eigentlich ehrlich gesagt das Risiko nicht eingehen. Damit ich halt zumindest noch irgendwas bekomme heute. Na, ui, es war knapp, aber es hat geklappt. Könnte natürlich sein, dass wenn man jetzt hier reingreift, dass das hier runterfällt, aber wie gesagt, Risiko. Na, weil eigentlich ist es ja hier doch relativ gut machbar. So, sehr schön, unsere Kreisrunde haben wir auf jeden Fall. Und natürlich noch das ganz links klappen und draußen hupen sie wieder. Also heute ist irgendwie so ein Tag der Störung. Also muss man schon echt sagen. So, alles klar. So. Ja gut. Wie gesagt, wir haben alles ausprobiert. Wir müssen halt nur das ganz linke hier jetzt machen. Na komm. Ah! Was ist das denn jetzt? Okay, wir dürfen diesen Haken nicht berühren, wenn man es jetzt mal so anguckt. Auch lustig, wie er jetzt hier links und rechts schwingt, dass der immer nach vorne und zum Hintergrund geht, der Haken. Okay, also der Anfang ist, man muss halt schon wirklich so treffen, dass man den Haken nicht trifft. Okay, eine Runde. Dann gucken wir mal, dass ich hier eins von den Niki-Marken spiele, Niki-Kränen spiele, bei dem man halt wirklich vielleicht eine Marke bekommen kann, die nicht ganz so im Weg ist, sage ich mal. Muss natürlich nochmal durchgucken, kurz. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden. Ist natürlich jetzt ärgerlich, wenn man jetzt diesen ersten Kran, diesen Trainingkran hier spielen wollen würde. Man hätte vier Runden und würde den ersten Schlag versemmeln, dass man dann halt, ja, leider Pech gehabt hat. So, nochmal kurz durchgucken. Gucken. Das kann ich wohl vergessen. Hier vielleicht. Ne, wobei eher nicht. Also ich hätte jetzt irgendwie überlegt, dass ich hier vielleicht so reingreife, dass ich hier Niki bekomme. Aber ich sehe übrigens gerade, ja, wenn wir hier gerade mal dunkel machen, hier, seht ihr das Teil hier? Das scheint auch ziemlich fies zu sein. So blond, das habe ich vorhin zum Beispiel noch nicht gesehen. Natürlich eine gute Frage. Oder man könnte versuchen, sich hier Niki zu greifen. Ich denke mal, dass hier dieses komische Teil da im Weg ist. Was soll das überhaupt darstellen? Kohlköpfe? Keine Ahnung. Oder hier. Aber das hier würde ich mir gerne aufheben, wenn man dann zwei Runden hätte. Ich meine, die Marken sind ja die ganze Woche da. Deswegen kann man dann gucken, dass man dann hier die Marken spielt, die halt ein bisschen schwieriger sind. Dann, ja, dann denke ich mal, dass ich hier einfach mal versuchen werde, hier Niki zu greifen. Und wenn es nicht klappt, dann wissen wir, dass wir zumindest erst den Panda greifen müssen und dann Niki beim nächsten Mal. Aber ansonsten würde mir nicht einfallen, was ich mit einer Runde spielen könnte. Den gucken wir einfach mal. Na, das war nichts. Hey, wäre sie ein bisschen weiter nach rechts gerollt? Okay, alles ist locker. Ja, das war auch mein Fehler, weil ich habe viel zu spät losgelassen. Also die hat ja kurz gewackelt. Wenn die vorher nach rechts gewackelt wäre, dann hätten wir es vielleicht gut greifen können. Aber jetzt haben wir natürlich nicht die Bestätigung, dass wir sie drüber heben können. Aber wäre auch nicht zu wild. Dann, wie gesagt, wenn wir beim nächsten Mal dann, wenn wir das ausprobieren, uns den Panda greifen und dann Niki. So, wobei man ja auch gesehen hat, dass Niki ein bisschen höher ist als der Kran. Aber gut, dann, ja, wie gesagt, trotzdem zufrieden. Wir müssen ja noch vor unserer Sammlung, wir haben ja was komplettiert. Fast vergessen. Wollte schon die Abmoderation machen hier. So, na Bobby, zeigen wir uns mal den Niki-Kran. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt nur wieder typisch vier Marken auf einem Hintergrund ist oder ob da irgendwas noch ganz schön gezeichnet wird dadurch, dass das ja Federn waren. Na, zeigen wir uns mal. Bobby! Ah ja, okay. Also doch eher nur Hintergrund und die Marken dazu. Aber trotzdem schön.
Und das ist unser Set Nummer 117. Da hat wieder lange gedauert, weshalb wir mal letztes Mal wieder einen Kran kompliziert haben. Aber gut, dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt. Ihr könnt mir immer schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Ich denke mal, ist nicht viel Erklärungsbedarf. Ihr könnt mir vielleicht gerne schreiben, ob ihr es ausprobieren wolltet. Ob man die anderen Marken bekommen kann, wenn man die ganz rechte zuerst wegmacht und dann halt irgendwo zwischendrin reingreift. Das wäre auf jeden Fall interessant. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.